Einen Monat später. Syrien-Abenteuer-Ansprache treffen. Es war eine wundervolle Erfahrung. Gut, intelligent. Fantastisch, super. Bitte stellen Sie sich an für ein Autogramm. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel in der Reihe Winterabenteuer. Der Sprecher hier hat gerade über sein Abenteuerleben, wie man da sieht, berichtet. Und über seine Abenteuer in Sibirien. Und wir sind dieser kleine Kerl hier. Und was können wir jetzt machen? Ah ja, wir können dieses Ding nehmen. Damit können wir uns nämlich fortbewegen. Und dann können wir das Buch aufschlagen. Hier steht Hamster, Ursprung Sibirien. Ja. Und ja, jetzt versuche ich gerade aus dem Bildschirm wieder rauszukommen. Ja. Mit dem Ding hüpfen wir nämlich. Das ist so das allgemeine Fortbewegungsmittel von dem Hamster, das übrigens neben dem Eichhörnchen wohnt, im kleinen Tierehaus. Und wir gehen da mal raus. Ja, das dann. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Das ist natürlich die Frage. Ah, hier. Ja. Also man kann das immer sehen, der Mauszeiger wird da zu einer Hand. Das finde ich aber, sieht nicht so schön aus in der Aufnahme, deswegen habe ich das versteckt. Kann ich dir helfen? Kann man kaum erkennen? Bitte ein Ticket. Wohin? Sibirien. Hast du drei... Ja, das sieht aus wie entweder Lakritzbonbons oder Sonnenblumenkerne. Und da wir die nicht haben, können wir auch nicht nach Sibirien. Noch nicht. Warte mal. Ne, da waren wir ja gerade drin. Kann man leider nicht schneller laufen lassen. Naja. Nein, wir haben keine. Und werden wieder freundlich rausgeworfen. Okay, dann müssen wir wohl uns mal umgucken. Hier sind Zeichen an der Wand. Das ist entweder japanischen oder chinesischen Ursprungs, wurde aber ein bisschen ins Englische übersetzt, ist ja auch nicht so viel Text. Können wir das Motorrad benutzen? Können wir hier rein? Ja, können wir. Dann ab in den Abwasserkanal. Und jetzt schwimmen wir so durch das... Ja, es sieht ja aus wie Abwasser. Schwimmen wir weiter irgendwo hin. Ja,
was ist jetzt passiert? Naja, steigen wir mal die Leiter hoch. Da ist die Sonnenblumenfarm. Na, da kriegen wir sicher unsere Sonnenblumenkerne und werden fast von einem Auto überfahren. Was lässt sich da machen? So eine Flagge aufheben, könnte das vielleicht was bringen? Nein, die nimmt uns ein böser Vogel gleich wieder weg. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter schauen. Irgendwie müssen wir ja rüberkommen. Na klar, wir verkleiden uns einfach als Ente. Weil für Enten, die die Straße überqueren wollen, muss man bremsen. Und deswegen kommen wir auch als Fake-Ente. Ja, also der hat sich offensichtlich mit denen abgesprochen, damit sie ihn rüberlassen. Und ja, aber das Wichtigste ist jetzt erstmal, an Sonnenblumenkerne ranzukommen. Und dazu müssen wir die ganzen Sonnenblumen schütteln. In der Hoffnung, dass vielleicht mal ein Sonnenblumenkern runterfällt. So, jetzt haben wir alle Sonnenblumenkerne. Also jedenfalls 3, mehr brauchen wir ja nicht. Und dann... Hallo Maulwurf, dann gehen wir mal wieder in den Untergrund. Ui, ein Labyrinth. Links, rechts, gehen wir mal links. Und geradeaus. Und geradeaus. Das kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Na, da hinten war es etwas heller, hatte ich den Eindruck. Da ist vielleicht... Ja, da sind wir... Ach so, da sind wir wahrscheinlich... Wahrscheinlich müssen wir eher in die Dunkelheit rein. Weil wir ja wieder... Das ist... Jetzt vielleicht hier lang. Ja. Jetzt sind wir hinter diesem Gitter, aber das macht uns gar nichts. Da quetschen wir uns einfach durch. Wir sind ja schlank. Und ja, lauf doch nicht so weit. Wir wollen doch jetzt unser Ticket kaufen. Ja, kann ich dir helfen? Ja, wir möchten ein Ticket. Wohin? Nach Sibirien. Hast du 3 Sonnenblumenkerne? Die müssten wir haben. Was? 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 Müssen wir da irgendwas machen? Ich glaube, wir müssen da irgendwas machen. Ich... Oh Mann. Ja. Das ist etwas blöd, dass man den... Ja, ach so, die haben wir in unseren Hamsterbacken verstaut. Aber wir haben sie. Und jetzt bekommen wir ein Tourticket. Ah, von Japan. Also ist das japanisch.
Naja, das ist wunderbar. Dann können wir uns ja auf den Weg machen. Ja, da ist schon die Bushaltestelle. Da steigen wir ein und fahren los. Und auf eine Fähre. Gut mitgedacht. Und wir kriegen sogar einen Kabinenschlüssel. Ja. Dann, das war 103, glaube ich. Moment. Oder müssen wir hoch? Ne, 305. Okay. Ja, dann haben wir, da haben wir sogar unser Hamsterrad und eine Flasche Wein und was Leckeres zu essen. Ja. Oh, Hemwein sogar, Hamsterwein ist das. Was ganz Besonderes. Die geben sich da auch Mühe mit der Animation. Der fällt nämlich gleich vom Stuhl. Und ja, was jetzt? Noch ein bisschen Sport? Na klar, aber immer doch. Na, jetzt ist langsam auch Schlafenszeit. Wir haben ja noch viel vor. Und Licht aus und Fortsetzung folgt. Gut. Ja, dann mache ich hier erstmal Pause und verabschiede mich und dann kommt auch bald die Fortsetzung.